Am vorletzten Augustwochenende brannte sprichwörtlich auf einem Acker im Bernburger Gewerbegebiet West die Luft. Bereits zum zweiten Mal wurde unweit der Autobahn A14 ein Motorsport-Event der etwas anderen Art durchgeführt. Auf einer ca. 500 Meter langen Stoppelfeldpiste schenkten sich das ganze Wochenende über Motocross- und Quadfahrer und vor allem Stockcar-Piloten in mehreren Rennläufen nichts. Für viele mag die Bezeichnung Funcross etwas fremd sein, doch in unserem Nachbarland, den Niederlanden, sind solche Veranstaltungen nicht selten. Der Veranstalter des Funcross, Christian Büttner, kam eher zufällig während seiner Montagetätigkeit in den Niederlanden zu solch einer Veranstaltung. Für ihn war sofort klar, so etwas brauchen wir auch in Bernburg. Gesagt, getan. Im letzten Jahr feierte der Funcross Premiere und in diesem Jahr die zweite Auflage mit einem beträchtlichen Fahrerfeld in allen Klassen. Wir haben ein Stocker-Event auf die Beine gestellt mit dieses Jahr 34 Stocker-Fahrzeugen, die sich hier auf der Piste gegenseitig wirklich den Garaus gemacht haben. Wir haben eine Stuntshow hier im Hintergrund, wie wir schon hören. Wir haben Quads da gehabt, die gegeneinander angetreten sind. Wir haben in der Kinderklasse Quads und kleine Motorräder gegeneinander antreten lassen. Wir haben Enduro-Fahrzeuge gegeneinander antreten lassen. Und haben gestern Abend mit der Partyband USW hier noch eine schöne Aftershow-Party gehabt. Es waren eine Menge Leute da, die letztes Jahr sich das zum ersten Mal angesehen haben und gesagt haben, das können wir auch. Und haben sich einfach dieses Jahr hingesetzt, haben sich Teams zusammengeschlossen, die einfach seine Autos gebaut haben und mit uns einen Riesenspaß hatten. Wie schon erwähnt, stand an diesem Wochenende der Spaß im Vordergrund. So duellierten sich die Piloten in ihren teilweise schon schrottreifen Kisten zwar auf der Piste, neben der Strecke wurde aber der Zusammenhalt großgeschrieben und man half sich gegenseitig, wo man konnte, um die Stockcars für den nächsten Lauf wieder fit zu machen. Gewertet wurden pro Lauf die in 10 Minuten gefahrenen Runden. Nach 4 Läufen standen dann bei den Quads, Motorrädern und Stockcars die Sieger in den einzelnen Klassen fest. Neben den meisten Runden wurde außerdem noch das originellste Stockcar bewertet. Doch die Rennen auf der Strecke waren nicht die einzigen Highlights des Funcrosses. Am Sonntagnachmittag hatten es die Organisatoren geschafft, den Kunstflieger Ralf Buresch mit seiner Jagd 52 für einige Kunststücke zu buchen. Er faszinierte mit seinem fliegerischen Können die Besucher und brachte mit Loopings und Tiefflügen direkt über der Strecke den Atem zum Stocken. Aber auch die Jungs des Motorrad-Stunt-Teams Eastside Extreme aus Bernburg zeigten nach der Siegerehrung der Rennen eine lupenreine Show. Hier war neben den tollkühnen Tricks der Motorradfahrer einiges mehr fürs Auge geboten. Eine dritte Auflage des Funcross in Bernburg soll es im nächsten Jahr in jedem Fall geben. Die Veranstalter hoffen, dass der ein oder andere Besucher Gefallen am etwas ungewöhnlichen Autorennen gefunden hat und im nächsten Jahr selbst mit an den Start geht. Influenced by the newspapers, influenced by the people around you.